Fußball gilt seit Ewigkeiten als Dauerbrenner in Sachen Volkssport. Somit ist es auch kein Wunder, dass die Vereine talentierten Nachwuchs haben. Beim ÖFB Coca-Cola Cup traten die Jugendmannschaften des Bezirkes gegeneinander an. Voller Enthusiasmus traten die U12-Nachwuchsspieler mit ihren Mannschaften beim Turnier an. Den ganzen Tag über fanden die Qualifizierungsspiele statt. Ja, die Turniere für die Jungen sind sehr, sehr wichtig. Aus einem einfachen Grund, wir, der Oberösterreichische Fußballverband, legen ja uns Ziele fest. Und unser neuer Präsident Willy Brechtl hat ja in seiner Zielsetzung ganz konkret festgelegt, dass der Nachwuchs an erster Stelle sein muss. Und für Nachwuchs wird nur immer verglichen innerhalb der Region. Und solche Turniere sind überregional. Also es sind schwächere Mannschaften, stärkere Mannschaften. Und das ist für uns sehr, sehr wichtig. Der ASK St. Valentin spielte gegen den ASK TKF Donau-Linz um den 5. und 6. Platz. Mit einem Tor Vorsprung holten sich in dieser Partie die Linzer mit einem 2:1 den Sieg. Besonders beim Finalspiel zwischen dem LASK Linz und dem SC St. Valentin ging es heiß her. Nicht nur wegen den tropischen Temperaturen, sondern auch deshalb, weil der Turniersieger den Oberösterreichischen Fußballverband beim Bundesfinale in Kufstein vertreten wird. Dieser Coca-Cola Cup ist ein offizieller Cup vom ÖFB von Wien, wird jetzt das dritte Jahr gespielt. Ich bin besonders stolz. Die ersten beiden Male sind wir als Oberösterreich als Bundessieger hervorgegangen. SV Ried hat zweimal gewonnen. Jetzt vertritt uns der LASK, der heutige Sieger, am 3. und 4. Juli in Kufstein. Und da hoffe ich natürlich auch als Oberösterreicher, dass der LASK auch dort sehr, sehr gut abschneiden wird. Für Bürgermeister Willi Wimmer ist das Ergebnis seiner Jungs durchaus positiv. Mit dem 2. und 6. Turnierplatz sind die St. Valentiner U12-Fußballer ganz vorne mit dabei. Das Finale knapp verloren gegen den LASK ist überhaupt kein Schand. Nicht? Gegen einen Bundesliga Club und den Nachwuchs kann man verlieren, also dort ist natürlich eine profimäßigere Betreuung, aber man sieht, dass auch bei uns hervorragende Nachwuchsarbeit geleistet wird und ich muss sagen, ich muss mir Lob aussprechen. Ich glaube grundsätzlich, dass die Qualifikationen in den Vereinen sehr gut ist. Die Nachwuchsfußball entwickelt sich immer besser, natürlich auch dadurch, das Training wird intensiver. Die Ausbildung der Trainer macht sich bewährt und aus dem Grund glaube ich, dass wir in Oberösterreich sehr, sehr gut aufgestellt sind mit unserem Nachwuchs. Wenn die Funktionäre am richtigen Weg sind und bei uns ist auch Schwerpunkt Ausbildung, Weiterbildung der Trainer und der gute Trainer, der wirklich ein Fachwissen hat und auch menschlich gesehen in Ordnung ist und der Motivationsstein für die Jungen, der wird immer Mannschaft haben. Und der Verein, der gut organisiert ist, wenn er noch so klein ist, wird immer Fußball haben. Beim großen Abschluss des Tages bekamen die Mannschaften bei der Siegerehrung ihre Preise überreicht. Auf den 6. Platz spielte sich der ASK St. Valentin. Der 3. Platz ging an den ATSV Stein. Als Zweitplatzierter ging der SC St. Valentin hervor. St. Valentin! St. Valentin! Und Sieger wurde der LASK Linz. Ja, die Jungs waren natürlich hervorragend, aber natürlich nicht nur unsere Jungs, sondern alle, die da heute beteiligt waren. Und man muss wirklich sagen, hervorragende Nachwuchsarbeit wird geleistet bei den Vereinen und man kann jedem nur eigentlich gratulieren. Die nächste Veranstaltung am ASK-Platz ist der 4. Juli. Da wird das Kinder- und Sportfest veranstaltet und wir hoffen natürlich, dass wir regen Zulauf haben. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde wird das veranstaltet und den Kinderfreunden.